Derzeit befinden wir uns in einem Finsterniskorridor, der am 20.04. angefangen hat und am 5. Mai enden wird mit einem Mondfinsternis. Und ich habe wunderschöne Karten. Es ist so, dass zum Zeitpunkt der Finsterniskorridoren entstehen Fragen, für die wir Antworten suchen. Und die Orakelkarten, das ist so ein wunderbares Mittel, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Flamingo. Sei geduldig mit dir selbst. Gönne dir Pausen. Und jetzt werde ich dir vorlesen, was in dem schlauen Buch dazu steht. Und zwar: Das Leben ist manchmal ein Balancecheck. Viele Dinge verlangen deine Aufmerksamkeit und wollen angegangen werden. Sei vorsichtig, denn wenn du deine Aufmerksamkeit zu sehr teilst, bleibt für eine einzelne Sache wenig von ihr übrig. Multitasking ist nicht so effizient, wie du vielleicht annimmst. Im Gegenteil, das Gehirn benötigt mehr Zeit, wenn es zwischen verschiedenen Tasks hin und her springen muss. Deshalb lote gut aus, wie viel du dir gleichzeitig zumuten kannst. Es muss nicht immer alles sofort sein. Denke an dein inneres Gleichgewicht. Um in deiner Mitte zu bleiben, brauchst du sowohl Anspannung als auch Entspannung. Du benötigst Input und den Reiz des Neuen, aber auch die Zeit, um deine Eindrücke zu verarbeiten und einmal durchzuatmen. Und ich lese auch die Fragen, die Reflexionsfragen, die ich ebenfalls sehr wichtig finde. Frage Nummer 1: Wo spüre ich aktuell ein Ungleichgewicht? Frage Nummer 2: Wie kann ich kleine Pausen in meinem Alltag integrieren? Frage Nummer 3: Welche Projekte bekommen von mir zu viel Fokus und welche zu wenig? Und Frage Nummer 4, die letzte Frage lautet: Was hilft mir, mich zu zentrieren? Ich schlage vor, dass die Frage, die du am Anfang dir gestellt hast, dass die Antwort erstmal in der Botschaft liegt. Und unter anderem, du würdest viel weiterkommen, wenn du dir die Reflexionsfragen stellst und einfach diese nachfüllst und versuchst ebenfalls die Antworten dafür zu finden. Ich wünsche dir schöne Zeit während der Finsterniskorridor. Es ist interessante Zeit, wo wir vielleicht nicht unbedingt klare Entscheidungen treffen sollen, aber als Beobachter des eigenen Lebens, diese Position ist es auf jeden Fall wichtig einzunehmen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, welche Frage dich gerade interessiert und ob diese Botschaft für dich hilfreich war.